Maxim Bronischew, 2-0 gewonnen beim FSV Zwickau. Wo war Energie heute besser als der FSV? Ja, vor dem Tor. Wir haben 2 Tore mehr gemacht als der Gegner und glaube ich, das war ausschlaggebend. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr wilde Anfangsphase. Da können wir uns bei unserem Torhüter bedanken, dass wir da zu 0 weiterspielen konnten. Ich finde, wir haben auch diese ganzen Widerstände gut überstanden, hatten ein bisschen Glück auch auf unserer Seite. Und dann waren wir eigentlich ganz gut im Spiel. Wir wollten heute einfach schnell in die Spitze kommen, wenig anbrennen lassen. Dann ab dem Zeitpunkt, in dem wir im Spiel waren, ich denke, in der Halbzeit sind gute Worte gefallen. Und dann müssen wir sagen, ja, super, vor so einer Kulisse hier, sehr schönes Wetter, schönes Fußballspiel. Dann natürlich zwei Toren mehr und zu null wieder, ist ein Traum heute, ja. Ich glaube, ganz entscheidend war das 2-0, dass wir das machen. Ich fand, Zwickau kam über Standards. Erste Halbzeit waren die brandgefährlich. Da können wir uns bei unserem Torwart Elias bedanken, dass wir im Spiel blieben. Dann machen wir das 1-0, haben Chancen zum 2- und 3-0 eigentlich. Die machen wir nicht. Dann heißt es verteidigen, zweite Halbzeit, haben wir aber Standards besser wegverteidigt, was auch ein Schlüssel war für den Sieg und natürlich dann das 2-0. Ich fand, wir haben einen relativ guten Auftritt gemacht. Wir standen hinten sicher, außer die Standards, die wir nicht so gut verteidigt haben. Und dann haben wir unsere Chance eiskalt genutzt und haben am Ende, würde ich sagen, doch verdient 2-0 gewonnen. Es gab die wilde Anfangsphase, wo gleich mehrere Eckbälle dann auf ihr Tor geflogen sind. Wie haben Sie das so erlebt? Ja, es war ja klar, dass Zwickau gute Kopfballspiele hat mit Zimmermann und Co., dass sie da zu Chancen kommen werden, weil sie bei Standards wirklich extrem stark sind. Aber das haben wir am Ende gut wegverteidigt, die Null stand und das war das Wichtigste. Zwischendurch hat man den Zwickau noch angemerkt, dass sie fast so ein bisschen verzweifelt sind an ihnen, weil dann wirklich jeder Ball irgendwie an der Torwarthand geblieben ist. War das heute so ein Tag, wo man als Torhüter alles wegfängt? Ja, es war einfach ein gutes Gefühl. Klar, es startet ein bisschen schwierig, wo ich den in den Fuß werfe, aber direkt gehalten. Es war einfach ein super Gefühl. Da wusste ich, heute geht einiges und ich hoffe mal, dass alle zufrieden sind und ich habe ein gutes Spiel gemacht. Zum Anfang war es eine relativ wilde Phase, wo man viel verteidigen musste. War das auch so ein bisschen der Matchplan, erstmal ein bisschen tiefer zu stehen und dann auf diese Konter zu setzen? Ja, wir hatten ja unseren Plan gehabt. Natürlich war klar, mit der Atmosphäre hier vor 6.000 Zuschauern wird es eine enge Kiste. Das Publikum nimmt die Spieler mit, also den Verein mit. Viele Provokationen, viele lange Bälle, Flanken aus dem Halbfeld, Standards. Natürlich kannst du nicht alles wegverteidigen. Wir haben es geschafft heute, sogar zu null. Und da muss man Respekt sagen an unsere ganze Mannschaft, die alle zusammen gearbeitet haben und das war heute ausschlaggebend. Und natürlich das zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, das Tor auch gemacht oder die Tore gemacht. Das 1-0 war ja so ein Konter wie aus dem Bilderbuch. Ist das so der Plan? Langer Ball auf Timmy Thiele, der ist der Wandspieler, lässt dann klatschen und dann stehen sie frei? Nee, ich glaube, das war schon ein bisschen so geplant, ja. Aber ich glaube, wir sind bekannt auch für guten Fußball, für Kombinationsfußball und heute haben wir ein bisschen dann anders gespielt. Teilweise, weil es der Gegner auch so angeboten hat oder das auch so vielleicht zum Sieg führen könnte und das haben wir geschafft im Endeffekt und das war wichtig. Das Tor war super rausgespielt, Dome super bald, Mitile super abgelegt, einer dann noch, ein Blinder dann noch vollstreckt und dann passt ja alles. Der Blinde hat jetzt schon das zweite Tor bei Energie geschossen, seitdem sie wieder zurück sind in der Winterpause gekommen. Wie läuft es denn für Sie persönlich jetzt in diesen ersten Wochen? Ich glaube sogar 3, wenn ich nicht täusche, 3 sogar. Es ist nicht viel, hat Krause mich überholt da, aber ist okay alles. Ich glaube, wichtig ist, dass wir gewinnen, dass wir von Woche zu Woche unsere Spiele gewinnen, fokussiert sind, als Mannschaft auch diszipliniert sind. Und dann, glaube ich, kann hier auch was Großes entstehen mit der Mannschaft. Da gehe ich vor jedem Spieler sehr viel Respekt, sehr viel Qualität und so müssen wir weitermachen und unsere Stärken anknüpfen.